Die Benutzeroberfläche für die Darstellung von Fenstern und Schaltflächen entspricht den Einstellungen des Betriebssystems. Das Erscheinungsbild der Software wird daher je nach Betriebssystem unterschiedlich sein. Die Anordnung der einzelnen Schaltflächen kann auch unterschiedlich sein. Die von uns empfohlene Anordnung entspricht jedoch der hier gezeigten Darstellung. Sollten Sie die Anordnung der Schaltflächenleisten ändern wollen, ist das jederzeit durch Verschieben der Leisten möglich. Fahren Sie dazu einfach auf die Punkte am Rand der Schaltflächenleiste. Der Cursor ändert sich danach und die Schaltfläche könnte verschoben werden. Wir empfehlen jedoch, die hier dargestellte Anordnung der Schaltflächen beizubehalten. Die Benutzeroberfläche unterteilt sich in mehrere Bereiche. Im oberen Bereich befinden sich standardmäßig die Schaltflächenleisten, kurz Toolbars genannt, für die Standardfunktionen, die Sichten, die Tools für die 3D-Ansicht, die Werkzeuge zum Bearbeiten und die Plugin-Menübar. Die Schaltflächenleiste für Standardfunktionen beinhaltet das Öffnen und Schließen von Projekten, Speichern von Projekten, Drucken von Projekten, Kopieren, Ausschneiden, Einfügen und Löschen von selektierten Elementen, Redo- und Undo-Funktionen, Zoom von Rechteck, Zoom in, Zoom out und alles zeigen, Aktualisieren der Ansichten und Schaltflächen zum Ein- und Ausschalten von Raster, Fangen, Linienbreiten, Hilfslinien, Dacheindeckungen und Dachholzkonstruktionen. Die Schaltflächenleiste für die Sichten beinhaltet das Erzeugen von 2D-Draufsichten, das Erzeugen von 3D-Ansichten, das Erzeugen von Schnitten und 2D-Ansichten, das Erzeugen von 2D-Grafikansichten, das Erzeugen von Parallelperspektivansichten, das Anordnen von Ansichten, das Speichern von Bildern und Ansichten und Betrachterstandpunkte setzen. Die Tools für die 3D-Ansicht beinhalten die Auswahl der Darstellungsmodi, wie zum Beispiel Drahtgitter oder texturiert, die Definition des Sonnenstandes, der Farben und der Intensität des Sonnenlichts und des Umgebungslichtes, Erzeugen einer Parallelansicht, den Hintergrundmodus festlegen, zum Beispiel einfärbig, zweifärbig oder Hintergrundbild, das Bearbeiten und Übertragen von Materialien und Texturen, Raytracing-Funktionen, Durchwandern, Simulation des Schattenverlaufs und Betrachterstandpunkt speichern und auswählen. Die Toolbar Bearbeiten beinhaltet eine Toolbar zum Bearbeiten von Wänden, eine Toolbar zum Bearbeiten von Gebäuden, eine Toolbar zum Bearbeiten von 2D-Grafiken, eine Toolbar zum Bearbeiten von 3D-Konstruktionen, einen Selektieren-Assistent, einen Löschen-Assistent und einen Ansichten-Löschen-Assistent. Die Toolbars Wände bearbeiten, Gebäude bearbeiten, 2D-Grafik bearbeiten und 3D-Konstruktionen bearbeiten beinhalten weitere Funktionen wie zum Beispiel Trimmen und Verlängern der Wände, Verlängern, Drehen und Kopieren von Gebäuden, Trimmen von Linien oder boolsche Operationen bei den 3D-Konstruktionen. Die Plugin-Menübar beinhaltet Schaltflächen für den Projektassistenten und für Updates und Erweiterungen. Der linke Bereich der Benutzeroberfläche dient im Wesentlichen zum Erstellen des Projektes. Es gibt dort drei Schaltflächenleisten. In der ersten Leiste wird die Oberkategorie ausgewählt, in der man arbeiten möchte. Die hier möglichen Oberkategorien sind Bauteile, Treppenplanung, Dachkonstruktion, 2D-Grafik, Gelände, Diagnose, 3D-Konverter, Oberflächenplaner, Planzusammenstellung, Fensterkonstruktion und 3D-Konstruktionen. Jede Oberkategorie beinhaltet wiederum verschiedene
zu dem Thema passende Unterkategorien, die dann in der zweiten Schaltflächenleiste dargestellt werden. Die in unserem Beispiel ausgewählte Oberkategorie Bauteile untergliedert sich in der zweiten Schaltflächenleiste nun grob in die Unterkategorien Wände, Unter- und Überzüge, Decken, Stützen, Schornsteine, Fenster, Türen, Aussparungen und Schlitze. Durch Klicken auf eine Dropdown-Schaltfläche neben der Unterkategorie-Schaltfläche erscheint eine weitere Auswahlmöglichkeit. Hier kann nun die Funktion der Schaltfläche durch die darauf folgende Auswahl nochmals verfeinert werden. Hier zum Beispiel möchten wir für die Unterkategorie Wände die Außenwände festlegen. Nach Auswahl der Unterkategorie, in unserem Beispiel die Außenwand aus der Unterkategorie Wand, wird in der dritten Schaltflächenleiste festgelegt, wie die Eingabe der Außenwand erfolgen sollte. In unserem Beispiel kann man nun zwischen einer polygonalen Eingabe, einer Eingabe über zwei Punkte, einer polygonalen Eingabe mit numerischer Nachbearbeitung und eine Eingabe einer parallelen Wand zu einer Referenzlinie wählen. Beispielsweise nehmen wir eine polygonale Eingabe und zeichnen ein paar Wände ein. Natürlich kann die Eingabe auch in 2D und maßgenau erfolgen. Zusammenfassend nochmals ein Beispiel für eine gewünschte Dacheingabe. Wir möchten beispielsweise ein rechteckiges Dach eingeben. Dazu wählen wir in der Oberkategorienleiste das Dach aus. Danach wählen wir in der Unterkategorienleiste nochmals das Dach aus. Und in der Wie-Leiste klicken wir auf die Schaltfläche Dachform mit rechteckiger Grundform einfügen. Nochmals zusammenfassend. Eine Eingabe erfolgt durch erstens Festlegung der Oberkategorie, zweitens Festlegung der Unterkategorie und drittens Festlegung, wie die Eingabe erfolgt. Nochmals kurz zurück zur Schaltleiste der Unterkategorien. In der Unterkategorien-Schaltleiste werden neben den Unterkategorien immer die Kernfunktionen mit dargestellt. Die Kernfunktionen sind Selektieren, Hilfslinien zeichnen, Messen, Bemaßung und Text einfügen. Im rechten Bereich der Benutzeroberfläche befindet sich eine Toolbox mit der Katalog- und Projektverwaltung, dem Raumbuch und der Massenermittlung. Der Inhalt der Toolbox kann über die Auswahl der einzelnen Register geändert werden. Zum Aufrufen des Raumbuches klicken Sie auf das Register Raumbuch. Zum Aufrufen der Massenermittlung klicken Sie auf das Register Massenermittlung. Zum Aufrufen des Objekt- und Texturkatalogs klicken Sie auf das Register Katalog. Und zum Aufrufen der Projektverwaltung klicken Sie auf das Register Projektverwaltung. Die Toolbox kann mit einer Stecknadel fixiert und somit dauerhaft dargestellt werden. Für den normalen Projektablauf empfehlen wir eine dauerhafte Darstellung. Nun eine kurze Einführung in die Projektverwaltung. In der Projektverwaltung gibt es zwei große Bereiche. Der obere Bereich stellt das Gebäude in einer Baumstruktur dar. Die Baumstruktur besteht immer aus Geschossen und den darin enthaltenen Folien. Die rot dargestellte Folie ist die Folie, in der gerade gezeichnet wird. Der untere Bereich zeigt die Ansichten auf das Projekt. Eine Ansicht ist zum Beispiel eine 2D-Draufsicht, ein Schnitt, eine Planzusammenstellung oder eine 3D-Ansicht. In unserem Beispiel gibt es derzeit zwei Sichten auf das Projekt. Eine 2D-Draufsicht und die aktive, rot dargestellte 3D-Ansicht. In diesem Bereich wird auch zwischen den aktiven Ansichten umgeschaltet.
Es können mehrere Ansichten des gleichen Typs auf ein Projekt erstellt werden. Zum Beispiel eine 2D-Ansicht von Norden, Süden, Osten und Westen oder auch eine weitere 3D-Ansicht mit anderen Sichtbarkeitseinstellungen. Um dieses Video übersichtlich zu halten, gibt es weitere Details zur Projektverwaltung und zu den Ansichten ein anderes Mal. Im nächsten Schritt zeigen wir Ihnen noch kurz einen Überblick zu den Katalogen. Um die Kataloge aufzurufen, klicken wir auf das Register Katalog. In diesem Bereich befindet sich nun der 3D-Objektkatalog, der Texturenkatalog, der Katalog für die Materialien, der Katalog für die 2D-Symbole und der Katalog für die Bauelemente. Im unteren Bereich gibt es in den 3D-Ansichten noch ein Panel zum Drehen und Durchwandern der Ansicht. Zum Drehen und Durchwandern der Ansicht empfehlen wir alternativ, die Tastatur- und Mauskombinationen zu verwenden. Eine übersichtliche Liste dazu finden Sie in unserem Supportbereich. Das war nun eine kurze Einführung in die Benutzeroberfläche unserer Software. Wir hoffen, Sie hatten Freude damit und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit.